Sie sind hier, 27. Juli 2018, 9.29 Uhr, von Milena Belogurtseva, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Marco Reus, Timo Werner und Mesut Özil bei der Nationalhymne in einem WM-Spiel Urheberrecht Getty Images. Die Frage, ob ein Fußballer die Nationalhymne mitsingen muss oder nicht, kommt im Zug des Rücktritts von Mesut Özil wieder auf. Ein Politiker fordert sogar den Zwang dazu. Im Zuge des Rücktritts von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft wird nun wieder das Mitsingen der deutschen Nationalhymne thematisiert. Nach Meinung des FDP-Fraktionschefs in Baden-Württemberg, Hans-Ulrich Rühlke, sollten deutsche Auswahlspieler zum Singen der Nationalhymne verpflichtet werden. Es ist nicht zu viel von einem Fußballspieler verlangt, die Nationalhymne mitzusingen, sagte Rühlke der Heilbronner Stimme. Diese Identifikation mit einem Land werde gebraucht, deshalb forderten die Fans so etwas, völlig zu Recht. Özil, der am vergangenen Sonntagwoche aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetreten war, hat dies bekanntlich im Laufe seiner Karriere nie getan. Die Debatte darüber gibt es allerdings schon länger. Politiker übt Kritik an Grindel im Umgang mit dem Profi des FC Arsenal. Hätten DFB-Präsident Reinhard Grindel, Trainer und der Beraterstab schon seit langem völlig falsche Signale gesetzt. Man hätte von vornherein sagen müssen, entweder du singst bei der Nationalhymne mit oder du bist bei uns fehl am Platz, so Rühlke. Bei seinem Rücktritt kritisierte Özil per Twitter den Umgang des DFB, der deutschen Medien und Sponsoren mit ihm. Ein Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan hatte im Vorfeld der WM die Affäre ausgelöst. Von Milena Belogurtseva folgen Milena Belk. Milena Belogurtseva, 1996 geboren in Nischni Nowgorod, Russland, absolviert 2019 ihren Bachelor Englischen American Studies und IB. Mehr